Eine Grafik der Bremer Stadtmusikanten vom New Yorker Künstler James Rizzi hat Bürgermeister Jens Börnsen am Dienstag im Rathaus präsentiert. Das Originalbild ist auf der Ausstellung Rizzis Welt zu sehen, die ab 21. Mai auf dem Gelände der Messe Bremen stattfindet. Warum der New Yorker Starkünstler eine derart enge Verbindung zur Hansestadt pflegt, verrät Ausstellungskurator Bernhard Feil. Das ist eine ganz kurze Geschichte eigentlich. Rizzi kommt seit vielen Jahren nach Bremen und die Umgebung von Bremen, weil ein Künstlerfreund von ihm, Volker Kühn in Lilienthal, dort eine Galerie hat und es dort auch schon sehr viele Rizzi-Vernissagen gab. Somit war Rizzi mit dem Thema Bremen und Bremer Stadtmusikanten schon seit langem beeinflusst. Als wir über die Popular Art GmbH den Vorschlag bekommen haben, Rizzi in diesem Jahr seines 60. Geburtstags mit einer großen Ausstellung zu ehren und sich Bremen angeboten hatte, weil das Engagement hier in Bremen sehr, sehr groß war, hat Rizzi sofort gesagt, ihr müsst mir das Märchen nochmal schicken und hat aus diesem Märchentext, den wir ihm im Englischen übersetzt geschickt haben, spontan dieses Bild gemacht. Es wird ja nicht das einzige Bild mit Bremen-Bezug bleiben, das Rizzi anfertigt, munkelt man. Können Sie ein bisschen mehr dazu verraten? Viel mehr kann ich noch nicht sagen, außer dass der Künstler angefangen hat, das historische Rathaus von Bremen in seinem Stil neu zu dekorieren. Heute ist ja nur eine Kopie des Stadtmusikantenbildes zu sehen. Wo ist denn das Original momentan? Das Original befindet sich derzeit bei dem Siebdrucker, der die Grafik momentan druckt und erstellt, damit er im Prinzip Farbabgleiche und Farbkorrekturen durchführen kann. In der Ausstellung selber ist beabsichtigt, einige Entwürfe von Rizzi zum Thema Stadtmusikanten zu zeigen, weil das ist der finale Entwurf. Ein Künstler versucht natürlich, das, was er macht, auch zu verbessern. Und wir waren spontan mit allen Entwürfen zufrieden, weil die ganz typisch die Rizzi-Handschrift getragen haben. Aber diesen Prozess der Gestaltung, wie es zu diesem Motiv kommt, den werden wir auch in der Ausstellung zeigen.